So, servus und willkommen zurück bei Elite Dangerous. Wir haben letztes Mal an O'Leary Ring in die IVA-System aufgehört mit unserer Edda. Ich habe mir überlegt, wo wir weitermachen. Ich denke, am besten anknüpfen an Market-Sachen, an Handel tut, Rare Trade Goods, Handel und auch Schmuggel. Die zwei Sachen möchte ich in den nächsten Videos machen. Schmuggel ist ein eigentlich ziemlich großes Thema für sich, da werde ich auch ein bisschen Heat-Management mit reinnehmen. Und Rare Goods Trade, ja, konnte man mal irrsinnig viel Geld damit machen, ist in der Zwischenzeit nicht mehr so profitabel, außer man fliegt jetzt wirklich von der Bubble in die zweite Bubble rauf, dann lohnt sich das auf jeden Fall. Wenn wir uns über Schmuggel Gedanken machen, da müssen wir uns zwei Sachen überlegen. Und zwar das erste ist mal, wie finden wir unser Schiff und welche Strategie machen wir? Also mit der Edda braucht man mit Garantie nicht in den Kampf eintreten. Also bei Schmuggel werden uns auch dann Authority Vessels jagen, es werden uns Piraten jagen, vielleicht auch der eine oder andere Spieler, der uns mal erwischt. Da brauchen wir ein Schiff, das auf Flucht getrimmt ist. Das ist bei der Edda so ein Problem, weil wirklich schnell ist das gute Ding nicht. Also selbst wenn wir die vollkommen A ausrüsten und Millionen dafür ausgeben, naja, also die Chance hält sich da in Grenzen. Das bedeutet, wir müssen Preis-Leistung abwägen. Kann sein, dass wir uns mal zerstören, vielleicht verlieren wir ein Schiff, dann wollen wir nicht unbedingt etliche Millionen an Fitting verlieren. Das bedeutet, wir brauchen erstens ein gutes Fitting, um aus einer Interdiction zu fliehen, die wir so gut wie immer submitten werden. Und wir brauchen zweitens ein möglichst kaltes Schiff, um unentdeckt an Station anzudocken, sodass uns die Authority Vessels beim Docken nichts kennen. Wer genug Geld hat, kann natürlich alles gerne upgraden, seine komplette Ausrüstung, aber wir wollen ja langsam aufbauen und im Moment können wir uns nicht etliche Millionen leisten. Sollen wir generell Schmuggel machen? Profit bei Schmuggel und Rare Trade, auch die Long-Range-Schmuggelmission ist ziemlich zurückgesetzt worden. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, immer wenn was Neues kommt bei Elite, dann wird das total gehypt und gepufft, sodass man möglichst viel Kohle damit macht. Siehe Deepcore Mining aktuell und ein paar Patches später wird das dann immer entschärft. Ja, das so als Tipp, lasst euch nicht von diesen Leuten anstecken, die dann irgendwie etlich viele Credits machen wollen in kurzer Zeit und jeden auslachen, der nicht eine Million mindestens pro 20 Minuten macht. Vollkommener Schwachsinn, habt Spaß am Spiel und lasst euch damit nicht mit reinziehen. So, dann zum Fitting unserer Edda. Das macht jeder anders. Bestimmt wird es 10 Leute geben, die sagen, das ist vollkommener Schwachsinn, was du machst. Für mich hat es immer ganz gut funktioniert so. Ich möchte es weitergeben, vielleicht klappt das für euch auch ganz gut so. Erstens, Hardpoints. Wie gesagt, kämpfen brauchen wir mit dem Ding gar nicht erst anfangen. Deswegen trimmen wir das Ding auf Flucht. Da hat sich der Shockmine Launcher für mich bewährt, gerade wenn man gegen NPCs kämpft. Gut, 2 Stück, das waren mal 72.000. Einen dritten könnte man jetzt noch einbauen, aber man kann mit Engineering auch aus den B-Modulen relativ viel rausholen, gerade bei den ersten 2 Stufen. Und wenn man sich dann das Energy Management ansieht, dann wird das ein bisschen knapp. Also ich würde jetzt mal 2 lassen, es reicht auch gegen NPCs wirklich. Gegen Spieler bringt ja sowieso relativ wenig. Ein kleiner Nachtrag zu den Shockmine Launcher. Was die machen ist, sie stoßen Minen aus. Diese Minen bewegen sich nicht, sondern bleiben einfach stationär stehen. Wenn der NPC reinfliegt oder, wenn er nicht aufpasst, auch ihr selbst, dann explodieren die, verursachen mäßigen Schaden, sind nicht dazu da, um das gegnerische Schiff zu zerstören, aber was sie machen, sie setzen den Antrieb außer Kraft. Und das ist für uns sehr gut, da können wir wieder ordentlich Distanz gewinnen. NPCs fliegen meistens, also in der Interdiction, der kommt hinter euch raus, NPCs fliegen meistens ziemlich gerade auf euch zu, ihr fliegt einfach weiter, macht die Shockmines raus, springt dann irgendwann wieder, das ist nicht so das Problem. Aber wenn das ein Spieler, ein erfahrener PvPler ist, der hat ein schnelles Schiff, der fliegt auch nicht gerade auf euch zu, sprich der sieht, dass eine Shockmine vorne rauskommt, kennt das Manöver natürlich und fliegt einfach oben drüber oder seitlich dran weg. Er ist schnell genug, also da, ja, werdet ihr relativ wenig Chance dagegen haben. Das waren die Hardpoints, dann sehen wir uns die Utility Mounts an. Da können wir uns überlegen, was machen wir rein. Wir hätten die Möglichkeit zum Beispiel von der Point Defense. Point Defense ist so eine Sache, wir brauchen nämlich auf jeden Fall einen Heatsink, der ist Pflicht. Und eine Point Defense bringt nicht wirklich was. Außerdem
NPCs schießen zwar mit Raketen auf euch, aber wir wollen ja vorwiegend den Scan verhindern. Wenn der mal die Raketen auspackt, weil die Schilde unten sind, dann wird es sowieso schon eng. Das bedeutet, ein Heatsink Launcher ist Pflicht. Und hier können wir jetzt weiter überlegen. Point Defense, haben wir gesagt, bringt eine so gut wie nichts. Ja, also auf eine Rakete muss das Ding etliche Male schießen, bis die platzt. ECM, wir wollen ja einen Scan verhindern, weil das Problem ist, sobald das Scan abgelaufen ist, kriegen wir eine Fine von diesen Authority Vessels aufgebrummt. Also eine Strafe. Ist bei Cargo nicht so schlimm, aber bei den Missionen schon, weil die dann nämlich scheitern. Also wollen wir vermeiden, dass wir gescannt werden. Was hätten wir die Möglichkeit? Einen zweiten Heatsink Launcher. Wir brauchen den nur, um in die Station reinzukommen unentdeckt oder um auf einem Outpost anzudocken unentdeckt. Die Adder ist schnell genug, dass man mit einem Heatsink Launcher hinkommt. Dann bleibt noch der Chef Launcher. Den nehmen wir auch mit, weil wenn schon mal ein Authority Vessel euch scannt, dann ist es zu spät, dann bringt der Chef Launcher nichts mehr. Aber er bringt was, um die Zeit zu erhöhen, die das Authority Vessel braucht, bis es euch locken kann. Also wir wollen quasi die maximale Zeit irgendwie rausholen und optimieren. Ich zeige euch das dann ganz genau, in welcher Abfolge man das am besten macht. Dann kommen wir zu den Core Internals. Lightweight Alloy. Den lassen wir auf jeden Fall drin. Wir wollen die größte Sprungdistanz, also am wenigsten Gewicht haben. Das ist hier der Fall. 3D Powerplant. Was macht ein Powerplant? Ein Powerplant ist ein Fusionsreaktor, der aus Wasserstoff mittels Kernfusion Energie und Plasma erzeugt. Und nutzlose Hitze, das kommt auch dazu. Die Hitze müssen wir über Klappen aus dem Schiff ablassen. Da kommt Silent Running ins Spiel. Das macht uns diese Klappen zu. Zeige ich euch dann später alles noch genau, auch das Hitzemanagement. Was noch interessant ist, der Wirkungsgrad von diesem Powerplant, also die Ratio von Energiegewinn, Plasmagewinn zu sinnloser Hitze, ist umso besser, je höher das Rating. Und man kann diesen Parameter ingenieren. Das Ganze heißt Heat Efficiency. Und das werden wir dann später machen, wenn wir die Schiffe ein bisschen tunen und ingenieren. Da holen wir uns dann ein besseres. Im Moment wird bis Stufe 2 Sinn machen, sonst wird es ein bisschen aufwendig und die Nachteile werden präsenter. Stufe 3 bis 5 macht dann nur Sinn bei A-Rate-Modulen. Ja, also wir haben gesagt, es erzeugt Energie. Wir haben Hitze, die bei den Klappen rausgeht. Das ist auch das, was die Authority Vessels erfassen. Diese Klappen können wir schließen mit Silent Running, was dann natürlich die Hitze schnell ansteigen lassen wird. Werden wir dann auch sehen. Ein weiterer Teil ist das Plasma. Genauer, das ist Helium im Zustand vom Plasma. Das wird hinten in die Thruster geleitet und hinten rausgeblasen für unseren Antrieb. Bei den Thrustern. Gewicht zählt, die Adder ist generell nicht das schnellste Schiff. Wenn wir uns hier jetzt einen 3B-Thruster einbauen würden, würden wir Sprungreichweite verlieren und die Geschwindigkeit würde nur marginal steigen. Was wir aber machen können, ist, wir können auch die Thruster ingenieren. Und zwei gibt es hier, die sogenannten Clean Thrusters. Der Parameter heißt Thermallot und reduziert die Wärme, die diese Dinger erzeugen. Das hat Vorteile, dass wir länger Silent Running machen können. Auch hier später, wenn wir zu den Engineers kommen, werden wir da ein bisschen rein investieren. Unser Frameshift Drive, wir haben aktuell das 3C. Das ist eigentlich ganz okay, wir haben eine Sprungreichweite, unten sieht man ja, von 11,7. Ist nicht so berauschend, wenn man ehrlich ist. Mit dem 3D B müssten wir ungefähr auf 15 kommen mit den anderen Modifikationen. Life Support, auch hier das D-Modul vollkommen ausreichend, es zählt Gewicht. Der Power Distributor, auch hier das niedrigste Gewicht für die beste Sprungdistanz. Mit dem Power Distributor und dem 2B-Schild dann sollten wir ungefähr in so einer Minute aufladen und die Schilde sollten etwa 20 Sekunden halten. Und auch die 3D-Sensoren sind eigentlich das beste Gewicht. Auch hier können wir natürlich ingenieren, wenn wir das möchten. Das waren die Core-Internals, dann haben wir die Optional-Internals. Hier müssen wir ein bisschen anpassen. Die 3E wollen wir natürlich auf jeden Fall Cargo-Racks, aber hier wollen wir tanken. Das bedeutet, wir nehmen uns hier ein 2B-Fuel-Scoop mit. Tauschen das alte Modul dagegen ein, dann wird es nicht so teuer.
müssen wir erst den alten verkaufen. Hier bauen wir uns ein Cargo-Rack ein in den 1er-Slot. Da gibt es sogar ein bisschen Geld zurück. Und hier kommt jetzt unser Shield Generator rein. Auch hier einen 2B. Könnten natürlich auch den 2A nehmen. 160 ist nicht sonderlich teuer, aber wie gesagt, wenn unser Schiff mal zerstört wird, ist es einfach günstiger so. Von oben nach unten Cargo Racks. 16 Tonnen, 18 Tonnen. Hier können wir keinen einbauen in die Planetary Approach Suit. Die können wir nur ausbauen. Ein Fools Cube und ein Shield Generator. Ihr seht, 18 Tonnen ist nicht die Welt. Nächstes Ziel ist auf jeden Fall ein Frachtschiff. Da wird es dann deutlich besser. Ja, so viel zum Outfitting. Das ist das, wie es ich mache. Jeder macht das ein bisschen anders. Und viele werden sagen, das ist vollkommener Schwachsinn, ich mache das ganz anders. So, was jetzt auffällt, wir können hier Restock All machen. Das sind auf der einen Seite die Shock Mines und auf der anderen Seite die Heatsinks. Kostet uns noch mehr 10.000. Aber wir sehen, Balance immer noch 500.000. Das hat uns bis jetzt nicht so viel gekostet. Die teuerste Ausgabe wird jetzt wahrscheinlich das FSD. Ich denke, das wird nochmal so bei 120.000 bis 160.000 kosten. Gut, als nächstes konfigurieren wir gleich unsere Feuergruppe. Das machen wir hier im zweiten Modul Firegroups. Wir sehen, dass hier die Shockmine Launcher noch keiner Feuergruppe zugeordnet sind. Das werden wir jetzt gleich mal machen. Ich lege mir die auf die Primary Firegruppe. Und was ich mir auf den zweiten lege, ist der Chaff Launcher. Das ist was ich bei einer Interdiction brauche. Das heißt, Feuergruppe A fahre ich aus, also die Setting Feuergruppe A nutze ich, wenn ich eine Interdiction habe. Wir könnten uns jetzt hier noch eine B machen. Und zwar würde ich hier Primary und Secondary anders vergeben. Chaff Launcher ist jetzt Primary Fire. Secondary Fire ist der Heatsink Launcher. Ich kann beides auch über eine Taste speziell, also die hat eine eigene Tastenkürzel, der Chaff Launcher und der Heatsink Launcher. Aber so kann man es bequem als Feuergruppe abfeuern. Wenn ihr jetzt umschaltet, dann wird hier in dem Fall Shockmine ausgelöst und mit dem Primary Fire der Chaff Launcher. Wie gesagt, gut für eine Interdiction, werden wir dann gleich sehen. Und hier B für den Anflug auf die Station, einen Chaff Launcher und einen Heatsink Launcher. So, jetzt müssen wir mal losfliegen und das 3B-Modul holen. Schau mal, was es hier gibt in diesem System. Ja, Heres of Orbital hat auch ein Outfitting. Ich meine, da gibt es auch FSDs, vor allem 2B, ich glaube. Ja, nehmen wir noch irgendwas mit dorthin. Selbstverständlich, wir sind ja Händler. Frage ist natürlich wieder, was wird dort gebraucht? Schauen wir mal, was hier Supply bietet. Survival Equipment ist normalerweise immer ganz gut. Gerade für Outposts und für Minen. Das gibt es ja auch wirklich relativ günstig. Risiko. Ich denke, das wird schon passen. Gut, dann fliegen wir dort mal hin. Und holen uns noch unser 3B Frameshift Drive. Ja, dann bis gleich. Ein kleiner Einwurf zwischendurch, da ich gerade mal wieder das Problem habe, dass diese I-Taste auf mein X52 nicht funktioniert. Das ist, wenn ihr drauf drückt und bleibt, dann beginnt das Ding zu blinken. Das zeige ich euch kurz, wie man diesen Fehler behebt. Dazu geht ihr aus eurem Spiel raus auf den Desktop und öffnet im Control Panel eure Devices. Dort auf den X52 und auf Settings. Dann nochmal auf Einstellungen. Und hier gibt es, wir finden wieder, bei MFD diesen blöden Eintrag, Kupplungsmodus aktiv.
Der sagt quasi, dass diese I-Taste so eine Art Shift-Taste ist, die wir aber anders belegt haben. Zumindest ich. Wenn ihr das wegmacht, dann funktioniert es wieder. Und der Boost klappt wieder. So. Geht auch ohne Flyers. Ihr könnt mit Windows-Taste D einfach am Desktop rausgehen. So, aber jetzt. So, willkommen auf Hereshof Orbital. Dann schauen wir mal, ob wir da unser Frameshift Drive bekommen. Daumen drücken. Ja, doch, sehr gut. 170.000. Ja, sieht schon den Preisabstand zum A, also das ist wirklich nicht sehr lohnenswert. Aber ihr seht auch unten die Sprungdistanz, 18,34 voll und hier 14,76 voll. 15 Lichtjahre ist so das, womit man arbeiten kann. Damit haben wir jetzt alle Module zusammen, um ein bisschen zu schmuggeln. Aber bevor wir mit dem ganzen Schmuggel richtig loslegen, machen wir erst Rare Good Trade. Bietet sich hier ganz gut an, weil ich suche ein System, das ungefähr 150 Lichtjahre von hier entfernt ist, wo wir unser Rare Good traden können. Am besten ist das ein System mit einer kleinen Population, mit Anarchie, mit vielleicht 2, 3, mit bisschen Glück sogar 4 Piratenfraktionen. Das wäre so das System, das wir suchen. Ganz ehrlich, im Spiel sowas finden ist, also da sitzt ihr Stunden da, das macht überhaupt keinen Sinn. Deswegen ist am besten, ihr geht auf EDDB und sucht euch dort ein entsprechendes System raus, wo ihr das hintretet. Damit wir das Ganze schön der Reihe machen, fliege ich jetzt erstmal nach Larve. In Larve hole ich mir den Larve Whisky, glaube ich heißt, oder Brandy, ich weiß nicht was es ist, und erkläre euch dann dort, wie das mit einem Rare Trade gut funktioniert. Wir nehmen natürlich wieder ein bisschen was mit hin. Muss mal schauen, ob ich die Market-Daten auf dem Account habe von Larve. Da bin ich mir jetzt gar nicht so sicher. Ja, wie komme ich auf Larve? Ganz einfach. Ich weiß, dass es eben dort dieses Rare-Gut gibt. Das habe ich schon ein paar Mal gehandelt, wie ich in die zweite Bubble geflogen bin mit meinem Explorer-Account. Dann, ich schaue mal, ob ich da Market-Daten drinnen hatte. Ich bin mir gar nicht sicher, ob wir mit dem Account schon in Larve waren. Nein, ist nicht der Fall. Okay. Dann schaue ich in die Galaxy Map, ob ich mir irgendwelche Daten kaufen kann von Larve. Leider war ich schon lange jetzt nicht mehr eingeloggt mit dem Account hier. Aber wir können nicht mehr die System Map aufrufen. Ich habe hier schon das Routenendziel eingegeben. Aber was ich zumindest sehe, ist Agriculture. Und bei Agriculture weiß ich immer, die nehmen Biowaste. Und zwar als einzige. So Agriculture und Biowaste ist immer ein Geschäft. Biowaste. Sehen. Vielleicht erstmal unser Zeug verkaufen. Ich hoffe, ich lag da richtig. Survival Equipment und Outpost ist immer so eine Sache. Nö, ist es nicht. Damit gibt es das erste Mal ein Minus. Kann man nichts machen, passiert auch. Aber der gute BioWaste wird das alles wieder aufheben. Ich hoffe, ich muss das Schiff danach nicht putzen. Stinkt bestimmt erbärmlich. So, dann ab nach Larve. Dort holen wir unseren, ich meine es ist Brandy. So, weil wir gerade am ersten Stern sind, wir haben jetzt den Fool's Cube. Ihr seht, der fängt sofort zu tanken an. Dass ich auch das
Was ich immer mache, ich fliege einfach einmal um diesen Stern rum. Ich setze mich jetzt nicht am Sweet Spot, das wäre dort, wo er tankt und nicht heißer wird. Sondern ich nehme mir an jeden Stern, wo ich vorbeikomme, einfach ein bisschen was mit. Dann warte ich, bis die Temperatur wieder fällt. Jetzt fällt sie und dann kann man weiterspringen. Auch hier wieder. Ich stelle mir mein Ziel im Radar bzw. im Indikator unten ein und fliege dann einmal schön drumherum. So dass ich nicht die gelbe Linie unterfliege. Wenn ich ausgerichtet bin und die Temperatur fällt, dann geht's weiter. Hat den Vorteil, wir müssen nicht docken und gerade in Schmuggelmissionen minimieren wir so ein bisschen das Risiko, erwischt zu werden. Korrigiere immer so, dass ich auch absichtlich einmal komplett eine Runde fliegen muss. Die gelbe Linie immer überhalb der Mitte bekommen, dann droppt ihr nicht an dem Stern raus. Und am Treibstoff seht ihr auch, dass sich das, obwohl wir nur ein 2B Fools Cube mit haben, das ganz gut lohnt. So, jetzt sitze ich am sogenannten Sweet Spot oder an einem davon. Geht noch besser, 64% ist ein bisschen wenig. Aber ihr seht, ich bekomme nicht mehr Hitze und der Tank trotzdem. Und unser Tank ist wieder voll. So, wir haben hier noch nicht sonderlich viel, außer ein paar Stationen. Jetzt sagen wir, holen uns mal den Nefbigen. Könnte natürlich auch einfach an die Station fliegen. Aber machen wir das wieder mal. So, dann befinden wir uns jetzt im Navigation Beacon. Also nicht im, sondern in der Instanz des Navigation Beacon. Wenn ich die Galaxy Map aufmache, dann sehen wir, dass wir nichts sehen. Keinerlei Daten aus Trade Routes oder irgendwas anderem. Dann scannen wir den Navigation Beacon. Und es macht plopp und wir haben unsere Daten. Und wir haben jetzt auch die System Map. Lava Station ist das, wo wir hinwollen. Da gibt es den guten Lavian Brandy. So, willkommen auf Lava Station. Dann werden wir unseren Müll schnellstmöglich loswerden, bevor wir hier Ratten am Schiff kriegen. Nein. Verlust, den wir vorgemacht haben, wieder ein bisschen wett. Immerhin haben wir schon wieder fast 400.000. Und wir sparen uns auch jede Menge Treibstoff durch den Fuels Cube. Leider braucht er halt einen Slot im Schiff, das ist... naja. Gut, dann uns mal an, ob es hier den guten Brandy gibt. Eines war bei Legal Drugs. Ja, es ist Brandy. Und wir haben 12 Stück. Das ist super. Avian Brandy, 12 Stück. Ihr seht hier schon, das hier ist gelb Avian Brandy. Rare Goods sind im Market gelb. Ihr seht auch rechts auf der Seite bei Avian Brandy die Beschreibung unten: Rare Goods increase in value the farther you travel from their point of purchase. Das bedeutet jetzt, ich blende euch mal kurz einen Screenshot ein aus dem Wiki. Je weiter entfernt wir diesen Avian Brandy verkaufen, desto mehr Kohle machen wir. Richtig cool wird's, wenn ihr etliche Rare Goods in der Bubble sammelt und damit nach Colonia fliegt, in die zweite Bubble, also gleich mal ein paar tausend Lichtjahre weg.
dann gibt es richtig Kohle. Lohn tut sich das Ganze ab ungefähr 150 Lichtjahre. Nachdem wir den Levian Brandy verkauft haben, dann wollen wir ja mit Schmuggel dort loslegen. Deswegen, wie finde ich jetzt ein geeignetes System und was ist überhaupt ein geeignetes System? Dazu mache ich mal kurz EDDB auf. Ihr seht jetzt EDDB, die Elite Dangerous Database, hatten wir schon mal kurz besprochen. Wir suchen jetzt ein System, das ungefähr 150 Lichtjahre entfernt ist und gewisse Anforderungen erfüllt. Deswegen können wir hier so einen schönen Filter definieren. Als erstes, wir sagen mal, wo wir sind. Wir sind aktuell in Larve. Und dann können wir Filter definieren. Government wollen wir Anarchie. Security wollen wir Anarchie. Den Rest lassen wir frei. Wir wollen aber, dass wir irgendeine Station, Orbital oder irgendwas in dem System haben. Wir gehen auf Find Systems und schauen jetzt ungefähr 150 Lichtjahre entfernt. Ich denke mal, das wird ungefähr Seite 3 werden, 4. Tatsächlich habe ich schon eine Weile rumgesucht und nichts wirklich Gutes gefunden. Bis auf Systeme, die ungefähr 100 bis 130 Lichtjahre entfernt sind. Ist ein bisschen knapp, aber zum Demonstrieren, was ein Reagut-Trade ist und wie das funktioniert, reicht es. Das hier ist das System, das ich gefunden habe. HIP 76954. Warum eignet sich das so gut? Ja, wir haben auf jeden Fall Anarchie dort, Government-Anarchie. Was bedeutet, dort werden wir mit großer Wahrscheinlichkeit Schmuggelmissionen und Piratenmissionen bekommen. Mit ein bisschen Pech nur Kampfmissionen, aber das wissen wir erst, wenn wir dort sind. Dann, wenn ihr auf Minor Factions geht, wir haben hier ein Council, Anarchie, Cooperative Dynasty, Tier Syndicate. Hier Anarchie und hier Anarchie bedeutet, das dürften mit großer Wahrscheinlichkeit zwei Piratenfraktionen sein. Das nächste, warum sich das System sehr lohnt, ist die Population. Je kleiner die Population, desto größer ist unser Einfluss, den wir auf die Hintergrundsimulation nehmen können. Mit ein bisschen Glück sind dort weniger Spieler unterwegs, die wenig Missionen fliegen, also hat jede Mission großen Impact. Zur Hintergrundmission komme ich sicher später nochmal. Jetzt am Anfang mal wichtig zu wissen ist, es gibt eine gewisse Obergrenze an Einfluss, die ihr nehmen könnt pro Tick. Ein Tick ist einfach der Zeitpunkt, wo der Server die ganzen Berechnungen neu macht, also wo er den State neu berechnet, das Government, schaut, welche Fraktionen sich wie entwickelt haben. Ich meine, es ist aktuell 13 Uhr UTC oder 12 UTC, müsste mich verbessern, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Im besten Fall, wenn man gut manipulieren kann, kann man mit einer Minor Faction, die aus Spielern besteht, da tatsächlich die Macht übernehmen in so einem System. Dann gehen wir zurück ins Spiel, legen die Route fest und planen die Route dorthin. Zweite Frage, was können wir dorthin noch mitnehmen? Wir haben noch 6 freien Frachtraum, wird natürlich keinerlei Market-Daten. In der Galaxy Map und der Economy Sima Refinery. Refinery weiß ich, braucht zum Beispiel Essen, also Food kommt dort ganz gut an und Consumer Items. Das sind eigentlich die einzigen zwei, an die ich mich so erinnern kann. Schauen wir, was das am Market kostet. Bei Food haben wir nichts auf Demand. Ah, bei Food haben wir ausreichend Supply, sehe ich gerade. Algen. Das ist jetzt nicht der große. Ich gehe jetzt rein nach dem Unterschied zum Galactic Average Preis. Naja, ich glaube, mit Algenkoffer haben wir da noch am besten. Wird zwar nicht viel geben, aber immerhin ein bisschen was. So, jetzt sind wir voll geladen, voll getankt. Dann würde ich mal sagen, geht's auf ins neue Piratenparadies. Hoffentlich.
Sollte unterwegs was Spannendes passieren, dann hole ich euch zurück. Ansonsten sehen wir uns gleich dort. Was ich euch gleich ein bisschen einbläuen möchte, ist Situation Awareness. Ihr seht, wir haben jetzt... Da kommt von links irgendein NPC geflogen. Das ist ein NPC, sehe ich an dem Viereck. Ein ausgefülltes Viereck ist kein NPC. Ein ausgefülltes Viereck ist ein NPC, Entschuldigung. Ein leeres Viereck wäre ein Spieler. Situation Awareness bedeutet nichts anderes, behaltet das Radar im Auge. Wenn der sich an eurem Popo heftet, dann kann es sein, dass ihr gleich eine Interdiction bekommt. Denn, um eine Interdiction zu starten, müsst ihr euch an den Hinterteil des Spielers oder des NPCs hängen. Der hier versucht es nicht. Deswegen springe ich mal weiter. Zeige euch dann, wenn ihr an dem Stern tankt und da mal einer kommt, wie ihr euch dagegen ein bisschen schützen könnt. Auch jetzt sehen wir wieder, nähert sich von hinten einer. Könnt die Entfernung vom Radar ein bisschen umstellen. Am nächsten Stern kläre ich euch kurz, was man machen kann. Wenn euch da einer kommt und ihr glaubt, dass das ein Pirat sein könnte, der hinter eurer Fracht her ist. Behaltet da immer auch ein bisschen den Local im Auge, also den Chatverlauf oben. Da kommt nochmal sowas wie, ey super, gut, dass wir dich endlich gefunden haben, wir wollen deine Fracht. Oder ähnliches. Wenn ihr hier an dem Stern tankt und zum Beispiel am Sweetspot sitzt, bleib hier mal. Schauen wir, ob wir die Hitze so hinkriegen, dass sie nicht weiter steigt. Ja, ein Stückchen wegfliegen. Beim 2B ist das leider relativ mau. So. Ich zeige es euch mal von hier. Wie gesagt, ein NPC, damit er eine Interdiction machen kann, muss sich an euren Hintern hängen. Auch ein Spieler. Hier haben wir doch ein super Ding, oder? Wenn ihr jetzt so steht, dann kann er hinter euch fliegen und euch jederzeit eine Interdiction machen. Wenn ihr aber den Stern hinter euch packt, dann muss er sehr nahe an diesen Stern ran. NPCs schnallen das im Normalfall nicht. Die droppen dann aus dem Supercruise raus. Das seht ihr, wenn oranges Symbol, orange bedeutet, es ist neutral euch gegenüber, plötzlich weiß wird. Dann wisst ihr, okay, der ist gerade aus dem Supercruise rausgedroppt, wahrscheinlich, weil er euch interdikten wollte, zu nahe an den Stern rangeflogen ist. Also, wenn ihr Bedenken habt, dreht den Popo zu diesem roten Stern. Zum Radar vielleicht allgemein noch, weil wir gerade unterwegs sind. Wie gesagt, volle Symbole sind immer NSCs. Leere Symbole, die in hohl sind, sind andere Spieler. Ein Viereck bedeutet, fliegt durch die Gegend, will euch nichts Böses. Ein Dreieck bedeutet, hat die Hardpoints draußen. Gerade ein Dreieck, ein hohles, sollte euch ein bisschen beunruhigen. Farben. Wenn ihr das Original hart verwendet, ist es so rot, enemy, orange, neutral, grün, freundlich. Wenn ihr zum Beispiel in irgendeine Instanz reinspringt, wo es ums Kämpfen geht und euch einer Fraktion anschließen müsst, dann wären die einen rot, die anderen grün. Vorsicht, wenn ihr das macht, wenn ihr auf die Orangen schießt, das sind meistens Fighter, dann seid ihr plötzlich von allen rot. Also jeder ist euer Feind. Ist mir ein paar Mal am Anfang passiert. Hat mich auch ein paar Schiffe gekostet. Ach ja, eins noch. Wenn es am Radar blinkt, der schießt gerade auf euch. Und es gibt auch noch... Blau meine ich, das ist der Wing, also euer Wingman. Und wenn der blaue blinkt, dann schießt euer Wingman. Aber nicht auf euch hoffentlich. Genau, weißes Dreieck gibt es auch noch. Weißes Dreieck sind Raketen im Anflug, Minen oder Torpedos.
Wenn ihr eine Schockmine rauslegt, dann werdet ihr sehen, ist die weiß. Weiße Vierecke sind Cargo-Container. Weiß nicht, ob man das jetzt gehört hat. Weiße Vierecke sind Cargo-Container oder irgendwelche Anomalien entdeckte. Das ist gerade beim Schmuggel wirklich wichtig, dass ihr euer Radar im Auge behaltet. Erstaunlicherweise hatte ich bis jetzt noch keine Interdiction, das wundert mich ein bisschen, aber die sind in letzter Zeit sowieso sehr selten geworden. So, ich bin jetzt im letzten System angekommen, habe mich auf den Stern geparkt, mein Hinterteil schaut zu dem roten tankbaren Stern, da läuft noch ein bisschen was durch im Moment. Wenn jetzt eine Interdiction kommt, dann werde ich das relativ früh sehen. Ich kann noch ein bisschen rausziehen. Also alles, was Vierecke sind, sind relativ weit entfernt noch und haben jetzt noch keine Anstalten gemacht, mich abzufangen. So. Die Sache ist jetzt, ich will jetzt ja auf eine Station zufliegen. Ich brauche irgendwas, was einen Market hat. Das konnte ich mir vorher schon ansehen. Wenn ich hier durchscroll, dann ist die Liste ziemlich lang. Was nehmen wir? Ich meine das Crashdock. Testen wir einfach mal. Ich weiß nicht, was hier vorzufinden ist. Wir werden sehen. Jetzt ist diese Crashlock in meinem Navigationscomputer drin. Das hat jetzt einen Nachteil. Wenn ich jetzt dort darauf zufliege, dann ist mein Popo natürlich nicht mehr bei dem tankbaren Stern. Sprich, es ist möglich, dass ich eine Interdiction bekomme. Wenn ich in so eine Interdiction reinfalle, also ich submitte oder ich verliere, am besten ist immer submitten, ich submitte und springe dann weiter und ich habe mein Ziel im System, also jetzt hier dieses Crashdock, dann kann es sein, dass mich das gegnerische Schiff, wenn es größer ist als meins, masslockt. Der Sprung ist nicht unmöglich dadurch, wie es zum Beispiel ist, wenn man an der Station ist, aber es dauert sehr, sehr, sehr viel länger, bis das FSD hochfährt und in der Zeit kann das ins Auge gehen. Deswegen mein Tipp, schon bevor ihr ins letzte System springt, setzt euch einen Filter, indem ihr Stationen anzeigen lasst und Systeme. Und dann könnt ihr, wenn ihr in eine Interdiction kommt, relativ schnell nach rechts gehen, das System locken und hier sofort Lock and Engage Hyperdrive machen. Das heißt, ihr springt zwar wieder aus dem System raus, aber ihr seid entkommen. So, hinter mir seht ihr jetzt den Weiß. Das ist einer, der aus dem Supercruise rausgetroppt ist. Wahrscheinlich ist er an der Station, der wollte mir nichts Böses. Weil wenn ich reinzoome, da hinter mir ist aktuell nichts. Boah. Da ist einer, aber ich glaube, der will mir auch nichts Böses. So, dann umfliegen wir jetzt. Und docken an der Station an. Ihr seht, Rare Goods sind relativ unproblematisch. Wir haben rechts kein Illicit Cargo stehen. Und jetzt immer das Radar im Auge behalten, ob euch irgendjemand am Popo geht. Ihr könnt es vergrößern oder verkleinern. Ihr könnt schauen, ob sich da jemand an euren Hintern anhängt. Wie gesagt, am beunruhigendsten sind leere Felder, die sich an euren Hintern anhängen. Leere Vierecke, weil das ganz einfach Spieler sind. Und vor lauter Reden gibt es einen Loop of Shame. Auch hier vor uns in Weiß seht ihr, da ist jemand aus dem Supercruise rausgedroppt am Crashdock. Vollkommen normal. Hinter uns keiner. Auch nicht, wenn ich die Reichweite des Radars umstelle. Outposts haben für Schmuggler so ein paar Vorteile, und zwar gibt es dort relativ wenige Authority Vessels, die scannen. Also ein Scan ist hier wesentlich seltener als an einer Coriolis-Station. Situation Awareness bedeutet auch,
Wenn ihr rausgedroppt seid, schaut euch um. Wir sehen hier vorne ein Dreieck fliegen. Das Dreieck bedeutet, das hat die Hardpoints draußen. Wird wahrscheinlich irgendein Authority Vessel sein. Dann schauen wir mal, was wir hier für unseren guten Brandy bekommen. Vermutlich fallen die ganzen Station Services aus, weil die Jungs sich total besaufen. Ja. Ihr seht hier, wir können den für 18.000 verkaufen. Hat sich gelohnt und das eigentlich mit einer relativ kurzen Distanz. Dann hatten wir da, glaube ich, noch was dabei. Ich fände es wirklich gut, wenn Frontier da was einbaut, dass Dinge, die man im Cargo hat, vielleicht ganz oben erscheinen. Algen. Jo. Man kann auch mit Algen Verlust machen. Pech gehabt. Alles andere wäre besser gewesen. Egal. So, jetzt wo wir das Ganze verkauft haben, sehen wir uns mal um, was es hier so gibt. Dazu interessiert uns natürlich das Mission Board, nämlich welche Fraktionen gibt es hier und bieten die Schmuggelmission an. Da heißt es wieder Daumen drücken. Gut, hier können wir nichts fliegen. Also hier auf der Station gibt es schon mal nur Kampfmissionen. Das sieht gar nicht mehr so gut aus für uns. Dann mal schauen, was auf anderen Stationen hier los ist, ob sich dieses System wirklich gut eignet. So, mal schauen, ob in Resnik Mine bessere Voraussetzungen sind. Ein paar Schmuggelmissionen wären ja schon ganz nett. Nope, leider. Schade, aber man kann nicht alles wissen, bevor man losfliegt. Ich glaube, an der Stelle machen wir auch Schluss für heute. Dann geht es in der nächsten Runde so mit Schmuggel richtig los. Ich wünsche euch was. Bis dann. Servus.